Hallo und willkommen zurück, meine Lieben, bei Pikmin. Wir haben beim letzten Mal, ja, ordentlich abgesahnt. Zentrum des Waldes hatten wir schon bereits davor alle Teile gefunden. Jetzt haben wir beim letzten Mal schön die ferne Quelle auch komplett abgegrast. Das heißt, bei den vier Bereichen, die wir gerade haben, sind aber noch drei Bauteile da. Jetzt habe ich die Wahl zwischen Wald der Hoffnung oder der Absturzstelle. Ich bin jetzt mal so faul und gehe mal nur in die Absturzstelle. Die ist nämlich ein bisschen kompakter sozusagen. Schauen wir mal, wie das hier heute läuft. Hoffentlich nicht allzu schlecht. Das werden wir aber feststellen. So, Absturzstelle, sehr schön. Jetzt muss ich auch erstmal schauen, wir waren eine ganze Weile nicht hier, was wir hier gegebenenfalls alles zu tun haben. Das weiß ich nämlich gar nicht. Gucken wir mal. So, da starte ich hier vorne beim Schiff. Okay. So, ich nehme jetzt erstmal ganz dreist ganz viele gelbe mit, weil ich weiß noch, dass wir da eine Tür aufsprengen müssen, auf jeden Fall. Einmal bitte da rauskommen. Wunderbar. Ja, das dauert immer ein Momentchen. Und weiter geht's. So, das soll mich nicht stören. Achso, die landen da vorne. Das ist natürlich super. So, könnt ihr mal eben einfach da so hochgehen? Das wäre super. Oh, was ist das? Aua. Oh, wie unschön. Ach, die werden zu blauen Pikmin? Was? Nee, habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist schräg. Oh nein, die sterben ja gerade sogar. Was ist denn da los? Oh, das gefällt mir aber überhaupt nicht. Ah, das kenne ich gar nicht. Was ist das? Warum ist das? So, du da vorne bitte auch einmal hier runterkommen. Oh Mann, ja, das lief ja schon mal total super für den Anfang. Hab ich ja super hinbekommen. Was ist da vorne denn noch? Kommst du auch mal eben her, ihr alle bitte. So, Mist, da müsste ich gleich erstmal rausfinden, wie ich das da platt kriege. Was auch immer es sein mag, sozusagen. Könnt ihr den mal einfach in Ruhe lassen? Danke. So, da habe ich jetzt ganz viele Pikmin. Sehr schön. Einmal bitte aufteilen. So, das sind die mit den Bomben. Fünf Stück haben wir da. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass ich da rumkomme, weil ich will eigentlich nur das da aufmachen. So, mitkommen, Jungs. Oh nein, warum kommt ihr denn alle her? So, jetzt werden wir blaue brauchen. Mein Gott, das ist aber ein Krampf hier. Kann ich das mal ganz schnell machen? Ja, ich hoffe mal, dass das jetzt hier problemlos gehen wird. Macht ihr denn da? Ach, Bomben habt ihr noch. Okay. Na gut. Das gefällt mir aber gar nicht, was der da macht. Ich weiß auch nicht, warum er das macht. So, ich vermute aber mal, dass man den auch mit Wasser klein kriegen kann. Also mit Wasserpigment, mit blauen Pigment meine ich natürlich. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Mist, auf sowas war ich jetzt echt gar nicht vorbereitet. Na gut, komm, dann schicken wir den mal einmal. Die mal einmal komplett hier rein. Das lief jetzt irgendwie echt nicht so, wie ich gedacht habe. Na gut, aber der sieht sehr wässrig aus, der Gegner. Dann versuchen wir hier mal unser Glück. So, ich hole schon mal die ersten hier raus. Unschön. Ja, geht mal alle rein. Weiter geht's. Ja. Jetzt habe ich sie alle reingeschickt. Das war natürlich auch ganz schlau. Mann, 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 Mann. Was mache ich denn hier gerade? Also, eine Menge Unfug eindeutig. So viel ist sicher. So, dann kann ich jetzt noch mehr. Die einen rein, die anderen raus. Sehr hübsch. Komm, mach dir mal das in der Zeit. Das dauert ja eh ein Momentchen. So, wunderbar. Nein, nicht raus, sondern rein. Okay. So, haben wir die einmal mitgenommen.
So, ja, die Pikmin-Entdeckung, die haben wir jetzt aber schon zigmal gehabt. Die brauchen wir nicht mehr, danke. Komm, ich lasse das Teil mal liegen. Wir wollen ja ein bisschen was schaffen hier heute. So, ich drehe mal die Kamera eben nach oben. Das ist nämlich furchtbar hier, die Dinger hier jetzt alle hochzukriegen gleich. Hoch. Das scheint aber tatsächlich zu funktionieren. Was macht ihr da zur Hölle? So, ich weiß nicht, ob das klappt. Ja, doch, das scheint zu klappen. So, könnt ihr euch mal alle da drauf stürzen einfach? Ja, so ist wunderbar. So, dann hole ich mal eben hier die restlichen. Na komm. Das lief natürlich ein bisschen doof. Ich bin da selber noch lang, ja, doch, komme ich. Okay, so. Kommt ihr auch einmal her? Ah, bam! Ja, das hat doch super funktioniert. Nicht ganz, wie ich erwartet habe, zugegeben, aber es hat funktioniert. Das ist das Einzige, was zählt. So, Jungs. Wollt ihr mal eben gerade. Hab ich alle? Ach, ihr seid doch ein bisschen blöd, ne? Ihr wollt gerne blöd sein, okay. Na gut, komm, ist egal. Dann nehmen wir das jetzt so mit. So, wie viele haben wir da? 96, das sollte aber reichen. Jetzt muss ich mal gucken, ein Bauteil versteckt sich nämlich hier vorne, genau da. So, und diese Dinger sind natürlich auch nicht ganz ohne. Einmal rauskommen, bitte. Ja. So, da muss man einfach nur schnell genug sein, sozusagen. Hallo, hallo. Ach, ihr seid doch alles kleine Idioten. Ja, die kommen nicht so ganz raus da. Ich habe den Positronengenerator gefunden. Kombiniert man ihn mit Solarzellen, so kann man unglaublich viel Elektrizität gewinnen. Der Fund kommt gerade richtig. Diese Instant-Raum-Spaghetti werden aufgewärmt etwas besser schmecken. So, alle rausgekommen? Wunderbar. Meine Güte, manchmal stellen die sich doof an. Na so, ich versuche mein Glück aber auch nochmal hier. Jungs, Jungs, Jungs. Danke. Manchmal wollen die nicht so ganz, wie ich es gerne hätte. Einmal bitte alle wieder raus und dann haben wir den da auch einmal raus. So, wunderbar. Bevor ihr das aber wegtragt, komm, dann holen wir uns noch eine hier vorne. Die bringen nämlich auch immer ordentlich was. So, einmal alle bitte raus. Hallo? Nein, ihr seid zu blöd. Na gut. Na, komm, schnell weg da. So ist fein. Und eine letzte Chance nochmal. Na. Oder vorletzte, okay. Jetzt aber, komm schon. Ich trau dem Ding nicht, dann warte ich lieber einmal noch ab. Gut, wunderbar, hätten wir das. So, ihr könnt einmal den nehmen. Da kommen 20 dran. Das war jetzt sogar einer zu viel. Macht aber nichts. So, 1, 2, 3. Wie viele brauchen wir denn da? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so, ich gucke mal einfach unten auf die Zahl gerade. Gut. Ja, irgendwo habe ich jetzt hier angeblich 14 Pikmin. Ich weiß aber gar nicht wo. Hallo? Der möchte nicht. Positronengenerator, das wissen wir doch schon.
Warum will der nicht? Ach, da vorne fehlen noch welche. Halt! Ich brauche mal eben ein paar von euch. So. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, das passt auch. Da vorne haben wir auch noch Sachen. Nehmen wir die auch noch eben. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Wo versteckt sich denn hier der angebliche Rest? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber das muss ich auch nicht verstehen, ne? Bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. So, 1, 2, 3. Muss ich mal eben auf die Karte gucken. Wo sind denn da angeblich welche? Da unten hängt noch einer angeblich. In der Tat, stimmt er. Hallo? Wo habe ich denn hier 14 aktive Pikmin? Irgendwas läuft hier gerade sehr falsch, würde ich sagen. Naja gut, so, wir gehen mal eben zurück. Ah, wo haben wir es denn? So, da hätte ich schneller sein sollen. Da hätten die gar nicht so viele nachgezüchtet. Brauche ich nämlich gar nicht. Okay. Nein, ich bin wirklich verwirrt. Ich weiß nicht, wo die sein sollen. So, Jungs, dann kommt mal einmal hier rum. Komm, dann nehmen die einmal den. Das passt schon. Nein, passt nicht. Wie viel fehlen denn? 2, 3, 4. Komm, machen wir da noch zwei dran. Jetzt gucke ich trotzdem mal auf die Karte. Angeblich fehlen uns doch hier welche. Wo sind die denn, die angeblich aktiven? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. So, angeblich habe ich jetzt gerade 13 Pikmin aktiv, aber die sehe ich nicht, also sind die auch nicht da. Keine Ahnung. Etwas verwirrend. Gut, ja, dann würde ich sagen, nutzen wir doch den Rest des Tages hier sozusagen jetzt einfach mal. Das eine Bauteil haben wir. Dann nutzen wir den Rest des Tages einfach und züchten mal einfach doof noch ein paar Pikmin nach. Ist ja auch okay. Schaden kann es nicht. Und dann, ja, fehlt nur noch ein Bereich, in dem zwei Teile sind. Und dann müsste sich aber nochmal einer öffnen. Positronengenerator. Dieser Generator ist so energiegeladen, dass man eine Ladung abbekommt, wenn man sich ihm nicht fachmännisch nähert. Ja, dann sollte man das lieber nicht tun. 27 von 30 gefunden. Wenn ich nur noch zwei finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Das klingt super. So, ich ernte mal eben hier ganz fleißig. Und weiter geht's. Immer weiter ernten, bitte. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter. Gut, ja, wenigstens haben wir hier nicht so groß mit Gegnern zu tun, auch wenn mich der eine am Anfang ja ein bisschen verwirrt hat. Ach, da war noch einer, okay. So, nehme ich die mal eben. Ich mach mal die Kamera eben ein bisschen raus. Hallo, mitkommen. Ah, ich wollte gerade sagen, das ist doch so ein kleiner Geysir, glaube ich, ne? So. Wo ist denn der Geysir? Ah, da. Wunderbar. So, ich muss nämlich schauen, die rutschen immer so ein bisschen runter. Ist natürlich doof. Ah ja, ja, das hat ja super funktioniert. Nein, so nicht, okay. Hoch. Schön, erst findet man den Geysir gar nicht und dann landet man direkt drauf. Das ist natürlich super. So, einfach mal ganz schnell hinwerfen und direkt einsammeln, herkommen. So, da geht's weiter. Machen wir das einfach so rum. Gut, und weiter geht's. Da muss man sich einfach noch ein bisschen beeilen. Die rutschen halt, wie gesagt, runter. Sieht man ja aber auch sehr schön. So, bleibt ihr mal da vielleicht stehen? Möchtet ihr hier stehen bleiben vielleicht? Dann könntet ihr ein bisschen helfen. So vielleicht. Ja gut, das reicht aber schon. So, der Rest von euch plättet mal eben noch die Blumen. Gut, das haben wir auch hingekriegt. Dam-tada, und da noch und da noch. So, alle da vorne mit. Alle aktiv, wunderbar. Gut, gut, gut. Das läuft ja dann doch jetzt recht gut gerade.
So, ich hole mal hier alle. Gut, lass mal schauen. So, ihr sollt doch nur das da mitnehmen. Achso, ihr wollt unbedingt das Gras pflücken. Ja, komm, dann pflückt das Glas. Glas, sag ich schon genau. Glas pflücken mache ich ja auch immer, ne? Immer wenn es im Schrank zu leer wird. Geht ja auch immer so schnell kaputt, das gute Zeug. So, was haben wir denn hier noch? Lass den in Ruhe. So, dann nehmen wir den noch einmal mit. Ist jetzt alles recht gemütlich hier, würde ich sagen. So, war da vorne noch was? Habe ich da was übersehen? In der Tat, da liegt noch ein kleines gelbes. So, dann nehmt das mal. Ihr könnt es nicht lassen, oder? Ihr müsst immer das Gras zupfen. Ja, dann gehen wir einmal so da hoch. Na, würdet ihr bitte nicht festhängen. Ich liebe dieses Geräusch, das ist super. So, einmal mit einer gewissen Party hier hoch. Und der Rest kann einmal hier runterkommen. Gut, das hätten wir auch. So, machen wir das gleich hier vorne nochmal. Der Tag ist ja eh gleich um, passt ja aber. Komm, gehen wir den Weg. Sieht auch überhaupt nicht putzig aus oder so. So, schwärmet aus. Gut, das nehmen wir auch alles mit. So, alle wieder da. Dann kommt Mädels. Dann haben wir es auch schon so gut wie geschafft. Der Tag ist gleich rum. Ja, da können wir, glaube ich, nicht mehr groß irgendwas holen hier. Ah, na, guck an. So, haben wir einen Käfer umgeworfen. Den armen kleinen. Und nochmal, und nochmal. So, da ist er auch schon weg. So, dann nehmt ihr das noch mit. Du kommst auch mal rüber, hier wird es schon wunderbar duster gerade, wie man sieht. Ja, da haben wir jetzt eine ganze Menge Blauer nachgezüchtet. Hätte ich gar nicht so viel gebraucht, aber mein Gott, haben wir sie halt. Das soll nicht unser Schaden sein. Ja, ja, macht mal ruhig den Countdown. Das hat ja super geklappt, aber... Naja, mehr oder weniger. So, 100 Stück haben wir. Gut, dann haben wir alle. Komm, ich schick dich schon mal rein. Ja, gut. Ein weiterer Tag erfolgreich rum. Ein weiteres Gebiet erfolgreich abgefarmt. Das gefällt mir natürlich sehr gut. So, wann wurde ich denn getroffen? Ach, ganz am Anfang irgendwann, ne? Mit diesem komischen Wasserblob irgendwas Gegner. So, da heile ich mich ganz großkotzig nochmal. Zwei Teile fehlen noch, genau. 27 von 30 gefunden. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Wenn wir jetzt noch zwei Teile in einem Gebiet da finden, dann würde das sogar reichen. Also wir haben auf jeden Fall schon mehr als genug zusammen, dass wenn wir jetzt wirklich bis zum Tag 30 spielen würden, was ja mit Sicherheit gar nicht der Fall sein wird, dann würden wir auf jeden Fall trotzdem schon hier das Ganze gewinnen, weil wir dafür genug Bauteile zusammen haben. Das weiß ich wohl. Ja, läuft aber doch ganz gut. Dann sieht zumindest für mich gerade so aus, als könnte es doch darauf hinauslaufen, dass wir wirklich alle Bauteile finden, was natürlich recht cool ist. Auch wenn da nicht immer alles perfekt lief, aber es sieht dann doch recht gut für das finale Ziel aus, sozusagen. Das sieht aus, als wenn der da einen Mixer dran hat. Kann man mir sagen, was man will. Ja, ja, guck du mal ruhig rum. Wir haben leider ein paar verloren, aber keinen zurückgelassen. Wie viele haben wir denn verloren? 15 Tage seit Aufprall. Amphibien-Auster. Man erwartet aufgrund des Aussehens dieser Kreatur, dass sie nur im Meer lebt, aber tatsächlich findet man sie auch im Wald. Dies ist eine der typischen Absonderlichkeiten dieses Planeten. Die Perle im Innern dieses Lebewesens sieht aus wie ein wertvoller Schatz, könnte aber auch eine Falle sein. Ja, da ist was dran, das haben wir ja leider festgestellt. Im Kampf verloren, 40, das ist unschön, aber mein Gott, 200 nachgezüchtet.
So, das heißt aber 27 Teile, 3 fehlen noch, 15 Tage haben wir. Wenn das nicht hinhaut, dann fresse ich einen Besen. Jetzt haben wir sogar mehr blaue Pigment als rote, sehe ich gerade. Das ist mir, glaube ich, auch noch nie passiert. Gut, dann speichern wir das Ganze mal. Und dann, ja, bleibt ja nur noch ein Bereich über, ne? Ich guck mal gerade, hier haben wir alle Teile gefunden. Ja, klar, die beiden, Zentrum des Waldes und ferne Quelle hatten wir auch alles. Dann bleibt ja erstmal nur noch der Wald der Hoffnung, wo zwei Teile zu finden sind. Und ja, dann denke ich mal, machen wir das bei der nächsten Folge. Und dann ist jetzt halt der Moment gekommen, wo ich wie üblich sage, ich danke euch fürs Reinschauen. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder bei Pigmen. Bis dann!